Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gemroll Video, und das hier ist kein normales Gemroll Video, denn das hier ist der zweite Teil eines Gemrolls Video, und vielleicht hat der ein oder andere Schlingel von euch schon den ersten Teil gesehen, bei dem, der jetzt auch gerade war, Servus sagt. Servus! So, die meisten werden ihn kennen, andere, für die ihn nicht kennen, er betatscht gerne sehr viele Sachen. Und wir sind hier gerade dabei, die andere Hälfte von den knapp 10.000 Gems zu verrollen, die eben schon auf dem mit dem, ja, ihr wisst schon wem, also mit dem, der immer schön hier alles schön betatscht, ja, zu rollen. Und es wurde noch ein Held geholt, der ganz zufällig gekommen ist. Wir waren wirklich alle aus dem Häuschen, sogar der Accountbesitzer selber. Es war wirklich gar nicht schwitze, nochmal kurz seine Emotionen hier sagen. Welche denn? Pixie oder Nino? Ja, genau, der zweite, darauf wollte ich jetzt hin. Achso. Ja, es war schön, ja. Also erst gesehen, gigantische Emotionsausbrüche. Ja, du willst noch was sagen? Ich wollte nur sagen, es war ungefähr so, also Pixie kam daher geflattert, hat so ein bisschen mit dem Arsch getwerkt, und dann wollte der Mino halt sabbernd direkt hinterher in den Altar stolpern, und das war unaufhaltbar sozusagen. Genau, also man kann ja wirklich die Situation sich genau vor Augen vorstellen. Aber was wir uns vielleicht jetzt noch nicht vorstellen können, ist das, was hier rauskommt. Es ist ja heute auch was Neues rausgekommen, nämlich ein kleiner, großer Stecher namens Todesritter. Hier kommen aber leider erstmal ein Babyschlamm-Plattgesicht raus. Genau, das Ganze wird reingeopfert hier in die Mino-Fresse. Wo haben wir denn das gegen? Ja, servus. So, das Ganze 4 von 9 soll es heute noch werden, ist glaube ich das Ziel, ja. Oh! Ja, so, bleiben wir mal ruhig, wir haben hier einen Ingenieur, einen Babyschlamm und ein Schlängelinchen. Ich hätte schon gedacht, wir haben hier was. Warum schreibt denn dann? Das ist einfach, das sind einfach, ja servus, so, wir haben hier einen Henker, das sind einfach Emotionen, die mir hinkommen, noch als kleines Henker, Kind. Habe ich dann immer Sandburgen gespielt, und dann, wenn was gekommen ist, habe ich immer die Sandburgen kaputt gemacht, und deswegen schreie ich jetzt immer, wenn Held kommt. Ah, Plattgesicht. Ah, Eisdemo. So, wir haben hier volle Heldenslots. Ja, so, mal schauen, ob wir den Mino schon 4 von 9. Nein, 4 von 9 ist noch ein langer, steiniger Weg, aber irgendwann werden die Steine aus dem Weg sein, und dann sind wir der Weg, der über den Weg läuft. Ja, geil. Dieser Weg kann so sein. Oh! Was? So, wir haben hier dreimal einen förmigen Helden, wir haben zweimal den schleimigen Schlamp und einmal den Schneemann. Brauchst du nicht mehr, ist jetzt glaube ich dein vierter oder fünfter, ja okay, sechster, siebter, achter Schneemann. So ist dein achter Schneemann, wenn ich mir die ganze erzählt habe. Und dann schrei ich dich, ich dachte, du hast so ein Dritter. Mann, Junge. Jetzt kommt gleich bestimmt Todesritter, nein, Mann, Chef. So, wir haben jetzt leider nur noch zwei Plätze frei. Das heißt, kann ich was opfern oder muss ich gezwungenerweise immer eine Rolls machen? Muss gezwungenerweise, nee, klar, kannst du was opfern. Was wollen wir denn opfern? Wir haben zur Auswahl ein Henker, wir haben hier eine Hackfresse, einen Fettklops. Was haben wir denn hier? Blattgesicht, was haben wir denn hier? Schlängelinchen. Immer den, der mit M anfängt und auf Inotauros endet, der nimmt immer so viel Platz weg, also ich würde den mal... Also, ja genau, Minotauros haben wir gerade uns geeinigt, ist ja eigentlich klar, ich meine, die schlechtesten Helden, die opfert man immer zuerst. Ja. Ja, wobei Pumpkin Duke ist auch noch sehr schlecht, den können wir eigentlich direkt mit hinten reinschieben in den Ofen. Also, da würde ich aber auch mal sagen, das ist weg. Haben wir uns dafür entschieden. Machen wir so. Hauen wir das Gedöns weg. Brauchen wir ja eh nimmer. So, was haben wir denn hier? Oh! Was? Ich sag dir, meine Reaktion ist schon ganz normal, weil ich weiß, er hat kein Todesritter. So, wir haben hier in einem Dreierroll. Oh mein Gott! Wir haben hier einen Kürbisherzog! Oh shit! Mein sechster Kürbis, Junge! So, sorry Kameraden, dass ich gerade ein bisschen rumschreie, aber es kommt gerade ein bisschen viele legendäre Helden. Ich bin gerade schon wieder emotional überfordert. Das Ganze war zusammen mit einem McDonalds-Mitarbeiter und einer Hackfresse in einem Dreierroll. Den Kürbis, den müssen wir jetzt leider opfern, sonst haben wir keine Plätze mehr frei, tut mir leid. Nein, du. Oh, scheiße. So, natürlich nicht, weil schau mal erstmal, was können wir denn hier alles opfern? So, wir haben hier natürlich wieder die 2, und jetzt müssen wir uns, nehmen wir so einen Fettklops hier. Ach, den brauchst du nicht, kannst du wegkicken.
So, und der, ja, okay, da hat gerade jemand bei Skype aufgelegt, ist jetzt aber nicht so wichtig, denn wir rollen hier einfach wieder ein Dreierroll und, oh, ja, so, wir haben hier zweimal den McDonalds-Mitarbeiter, Entschuldigung, mir ist gerade ein Bäuerchen hochgekommen und einmal den Henker, den kleinen Stecher. Bäuerchen. Ja, sorry. Ja. Shit. Oh, scheiße. Oh shit. Oh ja, yeah, also wenn ihr Bildschirmübertragung sehen könntet, ihr würdet hier, bei euch würde sich alles verkrampfen wie am Ende sexy Assassine in einem Dreiroll, den wir leider nicht machen können, haben wir gar nichts, denn wir haben schon wieder keine Heldenslots. Oh scheiße. Wie aber die Megatitten müssten doch mal was anlocken langsam. Wir haben noch 2,425. Lol, warum so viel noch? Ja, keine Ahnung, warum sind ja noch so viele Gems? Ja, machen wir einfach einen Dreiroll. Ah! Jetzt bestimmt ein Crystal Ooze oder so. Schon gar nichts. Was hast du bekommen? Wir haben Paladin. So. Ja! 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 Wir haben hier einen Paladin, einen Scheiß-Demo. Und einen McDonalds-Mitarbeiter, genau, das fette Ding. Das wird jetzt auch direkt. Kriegen wir es in den Rachen vom Moltaniker. Moltaniker, sag ich hier, in eine Minute aus rein. Echt, knapp. McDonalds-Mitarbeiter, die kann doch keiner essen. Ich meine, die passen doch nicht mal in einen anderen Magen rein. Es ist es ja immer, wenn ich die roll. Du hast wirklich das einzigste Problem, du kriegst die da einfach nicht rein, ja? Da musst du erstmal ein bisschen Gleitöl nehmen von, keine Ahnung, von irgendjemand, ja, und dann musst du das ein bisschen schmierig machen. Und dann flutscht das rein. Ja, so. Wir machen erstmal einen Dreierroll und wir haben hier eine sexy Assassine, einen Scheißdämon und eine Hackfresse. Scheißdämon finde ich mega geil. Scheißdämon. Oh fuck. So, wo genau 1,52 haben wir noch. Dann. Oh Scheiße, Mann! Mama! Ruide! Wir haben schon wieder einen Schneemann! Und eine sexy Assassine. Ey, der Schneemann ist genauso selten wie Cupid und Herzog. Ich glaube, dieser Gemroll geht in die Geschichte der guten Gemrolls ein, das faszinierende. Die deutsche Gemroll-Geschichte! Genau das wollte ich damit ausdrücken. Wir haben noch 1075 Gems. Machen wir einfach nochmal einen Dreierroll, wenn wir den Platz hätten. Jetzt muss ich ja schon wieder einen grünen opfern, ja, wegen dem Schneemann. Hier schauen wir doch mal, was der gute Schneemann hat. 3,5 Steinhaut. Ich würde empfehlen, den als seinen Mainhelden zu nehmen. Nimm den. 3,5 Steinhaut. Feine Sahne. Ist wirklich. Nice. So, haben wir jetzt endlich mal das 3 von 9. Haben wir jetzt hier endlich das 3 von 9. Ich wiederhole mich schon wieder. 4 von 9. Sorry, ja, wollte ich eigentlich ausdrücken mit meiner Akkulation. Ja. So, wir haben hier. Oh! Wir haben eine sexy Assassine. Eine sexy Assassine. Und keine sexy Assassine. Wir haben hier einen Fettklops. Das Ganze in einem flotten Dreier. Schauen wir doch mal. Jetzt haben wir vielleicht das 4 von 9. Wunderbar. 4 von 9 Body Slam ist drin in dem Minotaurus mit 4 von 5 Streuung. 625 haben wir noch. Wollen wir nochmal einmal 450 rollen oder sagst du ein paar Talente? Was denkst du, was das Beste ist? Ein Talent und zwei Single Rolls. Zwei Single Rolls, also machen wir ein Roll, Talent und Roll. Schauen wir mal, was Henker ist der erste Roll, dann machen wir direkt mal ein Talent. Wo haben wir denn das? So. So, hier wechseln, change, rerollen. Und wir haben hier 1 von 5 Kriegsgott. Achso. Genau, kann ich dir jetzt einfach mal drauf lassen, kannst du entscheiden, ob du auf irgendeinen Machthelden draufpackst. Aber hier ist jetzt der letzte Roll. Wollt ihr zwei mir vielleicht oder einer von euch das Go geben für den letzten Roll? Moment. Erst vermuten wir mal, was dabei rauskommt, würde ich sagen. Hast du genug für einen Dreier oder einen Einer? Nein. Ja, was von beiden? Wir haben genug Geld für ein Einer, aber leider nicht mehr genug Geld für einen Flon-Dreier. Du bist bestimmt auch immer so, wenn dich jemand fragt, gehen wir ins Kino oder in den Zoo? Nein. Ja. Einfach so. Okay. True story. Ich wette auf eine Big Tit, also da würde ich jetzt mal sagen. Big Tit ist geboten, bietest du mehr? Nee. Jason, wie sieht's aus? Naja, ich biete auf jeden Fall mehr, und zwar ein Minotaurus. Ist ja nicht so, dass wir den schon haben. Schauen wir doch mal, was rauskommt. Ja, servus. Also wir haben hier Lindwurm gemixt mit sechs Assassinen, also so Schlängelinchen hier. Vielleicht haben wir jetzt schon das 5 von 9, wenn ich die Opfer. Mal schauen, was passiert.
Schade. Sind wir ganz nah dran, aber das 4 von 9, das blendet uns leider immer noch in die Fresse rein. Alles jetzt vorgelesen. 3-9 war es eben, gerade. Dann wurde es 4-9, jetzt 5-9. Und jetzt wieder 4-9. Also derzeit sind wir wieder aufs 4-9 abgestiegen. Tut mir leid. Ist ja, wirklich, genau. Es ist tragisch. Ah. Bitter. Mal vor Helden machen Diät, dann nehmen die echt an Skill ab, das ist ja schlimm. Es ist wirklich, magersüchtig ist bei den Helden auch wirklich derzeit ein großes Thema. Darüber berät iGOT Games wirklich die ganze Zeit, was sie dagegen machen können, ja. Noch mehr Games reinstopfen, ist es wirklich eine Lösung? Oder muss man da härtere Methoden reinziehen, wie Zwang, McDonalds-Karten, ja, keine Ahnung. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist aber auch, die sind alle, also manche sind extrem fett, wenn man sich jetzt mal den Panda anguckt, ja. Dann gibt's Leute, die sind extrem dünn, ja, und dann gibt's eben wiederum Leute wie die Panda, die halt alles wegessen. Aber was willst du machen, wenn du nicht genug hast, weißt du? Kollege, ich will ja nicht hetzen, aber ich habe nur noch 12% Akku. So, also die 12%, dann würde ich mal sagen, wir fassen kurz zusammen, was rausgekommen ist. Wir haben hier einmal einen eingefrorenen Gummiball, nochmal einen eingefrorenen Gummiball. Wir haben hier einen wunderschönen Kartoffelkopf, einen Druidiger, einen Paladin und einen Minotaurus. Oh yeah. Ich hab Paladin gesagt. Ja, mit dem brauchen wir auch noch. Alter, ich hab Paladin gesagt, in der Tat, ja. Schlimm. Okay, den bringst du bitte erstmal auf 180, das ist ganz wichtig. Paladin 3-5 Klinghülle, ich stimme dir wirklich zu. Hauptheld, damit zerstörst du alles. Ja, Mino direkt rein bitte, Geist hinterher, Kürbis, alles. Hauptsache, ich hab doch schon den erstmal oben. Schau mal beim Paladin Talent an. 3-5. Nein, beim Main, 140er, also benutze ich sowieso nicht, aber trotzdem. Also dein Main Paladin. Ja. 120 ist der hier. 5 von 5 Steinhaut reduziert erlittenen Schaden um 25%, meine Damen und Herren. Besseres gibt's eigentlich nicht für Paladin. Den braucht aber keine Sau, ey. Nee, leider ist das wahr. Genau, was auch, glaube ich, keine Sau mehr braucht, ist das, was wir jetzt noch hier weiterreden. Ich bedanke mich, wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Es ist total ungewohnt, hier sich mit mehreren zusammen zu verabschieden. 1 Cent nur noch, wir müssen schnell machen. Scheiße, Leute, ich bedanke mich. Ja, servus. Wir bedanken uns vielmals für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir hoffen auch, ihr werdet weiterhin das Handy in die Hand nehmen und nicht nur für andere Sachen benutzen, sondern auch mal benutzen. Ja, servus. Verpisst euch. See you later. Alle geht's.